Guten Abend, verehrte Zuschauer. Gleich geht es wieder um den großen Preis und ab 20.50 Uhr um zahlreiche Beispiele von Spenden als große Hilfe für die Aktion Sorgenkind. Um 21 Uhr das Heute-Journal. Unter dem Kennzeichen D um 21.20 Uhr Deutsches aus Ost und West und im kleinen Fernsehspiel um 22.05 Uhr führt sie dann Meredith Monk nach Ellis Island, einer Insel vor New York. It's Reggae Time um 22.35 Uhr. In dieser brasilianischen Show treten Jimmy Cliff und Gilberto Gil mit ihren Bands auf. Zum Programmschluss gegen 23.20 Uhr heute Nachrichten. Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie jetzt zu unserer Sendung Der große Preis mit Wim Tölke. Wenn Sie bei der Lotterie mitgespielt haben, werden Sie im Verlauf der Sendung erfahren, ob Sie gewonnen haben. Gute Unterhaltung bei einem heiteren Spiel für gescheite Leute. Der große Preis mit Wim Tölke. Danke, danke. Herzlichen Dank. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Studio, meine Damen und Herren daheim, Abend, liebe Kinder. Ja, da wird immer eine Gruppe überhaupt nicht begrüßt. Das sind die vielen netten jungen Leute. Noch keine Damen und Herren, aber auch keine Kinder mehr. Was soll man da sagen? Seid ihr mit Hallo Freunde einverstanden? Also, alle sollen auch im Jahr 1982 beim großen Preis herzlich willkommen sein. Ich hoffe, dass die guten Vorsätze des neuen Jahres noch nicht so ganz verbraucht sind. Ich finde, die Menschen sind im Augenblick netter zueinander. Man hört gelegentlich im Geschäft einen schönen Tag auch noch. Und im Taxi hat mir der Taxifahrer eben nachgerufen, fröhliches Schaffen. Ich finde das schön. Die Zeiten werden ernster, die Menschen werden freundlicher. Bleiben Sie so, so hat man jeden Tag immer wieder ein paar nette, schöne, erfreuliche, menschliche Begegnungen. Und so mein Wunsch fürs Jahr 1982 ist eigentlich, dass die Politiker das Schaumschlagen wieder den Showmastern überlassen sollen. So, und nun geht's dann mit der ersten Sendung des neuen Jahres los. Wir haben wieder eine Rieseneinzahlungssumme, mehr als 16 Millionen Mark. Freuen Sie sich mit mir. 16.736.367 Mark. Wahnsinnig. Und auch im neuen Jahr wartet links hinter mir Beate. Na, Beate. Ich nehme an, es fängt also auch diesmal wieder mit dem ersten Kandidaten an, ja? Ja, und zwar mit einer Dame. Wir haben ja zwei Damen und kämpft gegen einen Herrn. Kämpft? Naja, oder Sie sollen schon kämpfen, nicht? Ein bisschen. Sie sagen immer, man muss gewinnen wollen, aber verlieren können. So ist es. Und wir fangen an mit Karin Hunke. Sie ist Lehrerin an der Realschule in Karlsbad bei Karlsruhe. Außerdem aber reist sie noch gerne, kocht mit Leidenschaft und sammelt altes Porzellan, zum Beispiel alte Mokkatassen. Außerdem beschäftigt sie sich aber noch mit skandinavischer Literatur. Und aus diesem Bereich hat sie ja auch für heute Abend für den großen Preis ihr Thema gewählt. Es geht um das erzählerische Werk Knut Hamsuns. Namen Frau Hunke. Guten Abend, bitte. Also Sie machen ja eine Menge im Leben. Sie kochen gerne, sammeln Porzellan. Wo haben Sie denn die ganzen Tassen stehen? Ach, die Sammlung ist eigentlich noch sehr klein, ja? Denn ich interessiere mich für Porzellan im Allgemeinen, aber bei normalen Mitteln und normalen Räumlichkeiten habe ich mich dann auf Mokkatassen spezialisiert. Und wenn ich ein ganz klein bisschen Glück heute Abend habe, dann werde ich mir sicher eine Mokkatasse dazu kaufen zu der Sammlung. Also Mokkatassen sind beim großen Preis zu gewinnen, wertmäßig, bin ich eigentlich fast ganz sicher. Grüße als Experten für Sie, Herrn Professor Wilhelm Friese, herzlich. Namen. Professor für nordische Philologie an der Universität in Tübingen. Herr Professor Friese, Knut Hamsun, haben wir gehört, ist das Thema von Frau Hunke. Der wird ja, oder wäre im Februar 30, war im Februar vor 30 Jahren gestorben. Hat das die literarische Welt irgendwie zur Kenntnis genommen?
Ja, das kann man sagen, Herr Tölke. In den letzten Wochen und Monaten sind doch eine ganze Reihe Ausgaben von ihm neu aufgelegt worden. Eine Auswahl schöner Romane und andere Taschenbuch. Wird er denn überhaupt noch gelesen? Oh ja, besonders in Deutschland hat er doch noch viele Leser. Hamsun ist schließlich doch der bedeutendste Romanautor Norwegens und einer der ganz Großen der Weltliteratur. Frau Hunke, 200 Mark für die richtige Antwort in der ersten Runde. Eine Frage kann zur Master- oder Meisterfrage ernannt werden. Hier dritte Frage, die dritte, bitte sehr, ja. Ein Artikel über den amerikanischen Schriftsteller Mark Twain, der 1885 erschien, der war gezeichnet mit Knut Hamsun. Das war aber nicht das Pseudonym, das sich dieser Mann, der eigentlich Knut Pedersen hieß, ausgesucht hatte. Dieses Knut Hamsun ist durch einen Druckfehler entstanden. Wie hatte er sich eigentlich nennen wollen? Knut Hamsund, mit D hinten. Richtig, nach dem Hamsund-Buch, den er gelebt hat. Aber ist er dann bei Hamsun geblieben, wie wir wissen, und damit berühmt geworden. Der erste Roman Knut Hamsuns kam in Buchform 1891 in Deutschland heraus. Es war der Roman Hunger. Wir haben im Hintergrund, glaube ich, auf unserer Wand haben wir den Buchumschlag von Hunger. Wie hieß der Verleger, der diesen Roman in Deutschland herausbrachte? Das war Sammy Fischer aus Berlin. Auch das stimmt, ja. Jetzt käme für Frau Hunke die Masterfrage. In den frühen 90er Jahren des letzten Jahrhunderts lebte Knut Hamsun für längere Zeit in Paris. Unter seinen vielen skandinavischen Bekannten traf er dort auch jenen Mann, Sie nicken bereits, Sie scheinen ihn schon zu kennen, über den er schon Vorträge gehalten hatte. Dieser Mann war auch Schriftsteller und er wollte für viele Jahre das große Vorbild für Knut Hamsun bleiben. Wer war das? Das war August Strindberg. Ganz richtig. Die Liebe ist hart. Weiß man, gelegentlich. Aber so heißt es immer wieder in einem Roman Hamsuns, der gemeinsam mit dem Roman Benoni in deutscher Übersetzung erst sehr viel später unter dem zusammenfassenden Titel Die Liebe ist hart erschien. Ja. Wie lautet denn der Titel des anderen, des zweiten Romans? Benoni war der eine. Rosa war der zweite. Ja, die Liebe ist hart und gelegentlich rosa, ne? So, Masterfrage also. Großartig überstanden. Und wenn Sie jetzt die fünfte auch richtig beantworten, haben Sie 1200 Mark. Das reicht schon für ein paar Mokkatassen, nicht? Ja, ja. Schon für einige. In einem Roman Knut Hamsuns lesen wir folgende Sätze. Das große Buch war herausgekommen, ein Königreich, eine kleine, rauschende Welt von Stimmungen, Stimmen und Gesichten. Es wurde gekauft, gelesen und weggelegt. Einige Monate vergehen, als der Herbst kam, schleuderte Johannes ein neues Buch hinaus. Was jetzt? Sein Name war plötzlich auf aller Lippen. In welchem Roman spielt denn dieser Johannes eine zentrale Rolle? Das ist Johannes Miller aus Victoria. Ich kann Ihnen nur noch gratulieren. Danke schön. Es war eine glorreiche erste Runde. Beate, wie geht's weiter? Ja, und das ist Dr. Gerald Ruhig. Er ist in Dresden geboren, lebt in Bürgstadt, ist Arzt in Miltenberg in Unterfranken. Und zum Ausgleich zu seinem sehr verantwortungsvollen Beruf hat er sich ein sehr beschauliches Hobby gewählt. Er angelt. Irgendwann begann er sich mit den Objekten seiner Leidenschaft zu befassen. Ja, und so kam er dann zum Studium der Süßwasserfische in Europa. Guten Abend, Herr Dr. Ruhig. Guten Abend. Soll ich Ihnen mal einen Puls fühlen? Nein, danke. Alles in Ordnung, ja? Ich denke schon, ja. Ja, wo haben Sie sich spezialisiert als Arzt? Ich mache jetzt eine Ausbildung als Anästhesist. Also Sie haben da mit Narkose zu tun? Mit Narkosen habe ich zu tun. Vorher habe ich eine Ausbildung zum Allgemeinmediziner gemacht. Also ich finde den Namen Ruhig, der deutet ja schon darauf hin, nicht? Ja, ja, ja. Was sagen dir die Patienten, wenn einer Schwester sagt, ach, das kommt gleich Dr. Ruhig? Hat man doch das Gefühl, es wird alles gut, nicht? Das hoffe ich, ja. Wir haben ein interessantes Thema, aber auch ein unheimlich vielschichtiges. Ich begrüße als Experten den Professor Dr. Reinbot herzlich. Guten Abend. Guten Abend. Zoologe der Universität Mainz. Herr Professor Reinbot, es gibt so 4.000 bis 5.000 verschiedene Arten von Säugetieren. Das ist schon wahnsinnig viel. Jeder zu Hause soll mal überlegen, ob er überhaupt 20 zusammenkriegt. Über Pferd, Kuh, Katze und so weiter. Also 4.000 bis 5.000 Arten gibt es. Wie viele Arten von Fischen gibt es denn? Ja, darüber streiten sich die Fachleute. Aha. Und man kriegt keine genauen Zahlen. Die Schätzungen liegen zwischen 20.000 bis 25.000 Arten. Das ist die Angabe, die man am meisten und am häufigsten findet. Wo leben die meisten? Ja, die meisten Fische, die leben im Meere. Die Zahl der Formen, die im Süßwasser vorkommen, sind sehr viel weniger. Ich bedanke mich sehr und hier kommen wir zu den fünf Fragen. Auch bei Ihnen, Möglichkeit eine Masterfrage. Die dritte auch. Die dritte bei Ihnen, ja. Die Zahl der verschiedenen Fischarten, das haben wir eben schon gehört, ist ungeheuer hoch oder groß. Aber die artenreichste Fischfamilie, die wir kennen,
Die lebt ausschließlich in Süßwasser. Wie heißt diese Familie, in welcher auch die meisten einheimischen Fischarten zu Hause sind? Das sind die Karpfenfischartigen. Ja! Wir sehen so einen wunderschönen großen Karpfen. Da gerade, sieht ganz erschreckend aus, ist aber ein ganz gutmütiger Geselle. Die Ernährungsweise bei Fischen ist ja sehr vielgestaltig. Es gibt also ausschließlich räuberische Arten, reine Pflanzenfresser, Allesfresser oder auch Arten, welche sich von sogenannten Plankton, also von Schwebeorganismen, ernähren. Einer der bekanntesten Planktonfresser ist der in den nördlichen Meeren lebende Hering. Und jetzt die Frage, welche hochwertigen Speisefische aus europäischen Süßgewässern und dort oft in Schwärmen lebend, sind als Planktonfresser bekannt? Das sind die Maränen. Ja, sicher. Ränken. Dasselbe. Maränen, Ränken, Felchen könnte man jetzt auch sagen, nicht? Ausgezeichnet. Tiere, die als Räuber leben, die haben ja die Menschen immer schon ganz besonders interessiert, nicht? Da gibt es ja die ungeheuersten Geschichten, auch über einen Fisch, einen Süßwasserfisch, von dem es heißt, allerdings fälschlicherweise heißt, dass er vom Bachesrand Kinder ins Wasser zieht und sie verzehrt. Das stimmt nicht, aber es gelingt ihm, und das tut er auch hin und wieder, Geflügel, Wassergeflügel, wie Enten zum Beispiel, oder Blässhühner als Beute sich zu angeln, zu greifen. Was ist das für ein Fisch? Das ist der Hecht. Nee. Macht der es auch, der Hecht? Nein. Der Hecht macht es nicht. Wissen Sie, was macht? Der Waller. Ach so. Der riesige Waller. Ich glaube, ein Hecht schafft eine Ente nicht oder ein Blässhuhn. Herr Reinbold, wenn er es doch schaffen würde, würde ich ihm die Punkte geben. Ich war noch nicht dabei. Sie waren noch nicht dabei. Also wissenschaftlich ist es jedenfalls nicht erwiesen, ja. Aber ich sage immer, wissenschaftlich erwiesen ist nur eine andere Formulierung für im höchsten Maße ungewiss. Wir wollen weitergehen. Diese 400 Mark schweben im Augenblick noch in der Luft. Für die Angelfischer ist die Benutzung eines geeigneten Köders eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Angelerfolg. Ist ganz klar. Für welchen einheimischen Weißfisch verwendet man gern auch Kirschen als Köder? Ja, der Döbel geht zum Beispiel drauf. Prima, sagen Sie kein weiteres Wort. Schon prima. Schon gut. Die in unseren Süßwassern heimisch gewordenen Verwandten des Lachses treiben eine relativ primitive Form der Brutpflege, indem die Weibchen auf kiesigem Grund eine flache Grube auswedeln, so mit ihren Schwänzen und die darin abgelegten Eier einfach später mit Kies bedecken. Wir sehen sie jetzt da beim Wedeln, diese Tiere. In diese ausgewedelten Gruben kommen dann die Eier. Hat das Gefühl, die bellen dabei. Und dann wird alles mit Kies bedeckt. Der Film zeigt also einen Verwandten dieser Fische bei diesen Tätigkeiten. Wie heißt die Gattung, zu der dieser Fisch gehört? Das sind die Salmoniden. Ja, auch das ist richtig. Es tut mir leid, Herr Tölke, nach Rücksprache mit dem Experten muss ich feststellen, dass die letzte Antwort des Kandidaten falsch gewesen ist. Es tut mir leid, ich würde, das ist meine Schuld gewesen, Ebert, denn ich habe nämlich einen ganzen Absatz der Frage nicht verlesen und vielleicht war darin, Herr Professor Reinbold, gerade die Hilfe, die der Kandidat brauchte. Sollen wir die Ersatzfrage nehmen? Ja. Dankeschön. Wie viele Eier ungefähr kann ein 1 Kilogramm schweres Karpfenweibchen in einer Laichperiode legen? Circa 1 Million. Herr Professor Reinbold, wie ist das? Ja. Na prima. So, und jetzt erwarten wir die Gewinnerin von inzwischen schon 3 großen Preissendungen. Wir erwarten Frau Bilger aus Wiesbaden. Abend. Frau Bilger. Zum 4. Mal, nicht? Ja. Jetzt ganz ruhig, beim letzten Mal waren Sie schon ganz gelassen, obwohl Ihnen der Herr Schlie leid getan hat, der am Schluss nicht das meiste Geld hatte, aber doch verlor. Heute wird es vielleicht anders ausgehen, wer sicher? Weiß. Das weiß man ja nie. Das haben ist Sie das einen Gute. Tipp? Haben Sie einen Tipp? Nein, einen Tipp wage ich nicht. Sie wagen keinen. Nein. Wir haben wieder das Thema Franz Schubert. Ja. Als Experten begrüße ich Herrn Professor Dr. Walter Dürr herzlich. Mhm. Herr Dürr, Musikwissenschaftler. Sind Sie auch Musikausübender? Ich meine, oder sind Sie nur ein Buchmusiker? Nein, ich singe gelegentlich. Sie singen? Singen Sie! Wir würden uns freuen. Wie wäre es denn mit so einem Schubert? Hm? Der Erlkönig wäre doch was jetzt. A cappella. Ich bitte um äußerste Ruhe. Es singt Professor Dr. Walter Dürr. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind. Na. Das ist ja schon zum vierten Mal da und erst heute merken wir, wie gut er singen kann, unser Experte. Also, gehen wir gleich zum Thema über. Schubert hat sich mit Beethovens Instrumentalmusik intensiv auseinandergesetzt. Er hat auch dessen Lieder sehr geschätzt. So hat er zum Beispiel Beethovens Abendlied unter dem gestirnten Himmel abgeschrieben. Nicht, um es unter seinem Namen rauszugeben, sondern für eine Bekannte abgeschrieben. Beethoven hingegen hat Schuberts Lieder erst spät durch einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Wir haben den gemeinsamen Bekannten da, einen fröhlich blickenden Herrn vor uns. Aber dann hat Beethoven die Lieder Schuberts, wie es heißt, mit Begeisterung studiert. Wer war dieser gemeinsame Bekannte? Schindler. Ja, Anton Schindler. Seit seiner Studienzeit bei dem Wiener Hofkapellmeister Antonio La Salieri hat Schubert mehrfach Lieder auf italienische Texte geschrieben. Eine letzte italienische Liedergruppe komponierte er 1827 für den mit ihm befreundeten Sänger Luigi La Blache oder La Blache, wie Sie wollen. Sie hören den Beginn des ersten dieser Gesänge. Dietrich Fischer-Dieskau singt, wie heißt der Textdichter dieses Gesanges? Metastasio. Oh, tja. Haben Sie irgendeine Ambition wegen der Meister- oder Masterfrage? Nicht, dass Sie mich erinnern. Die dritte. Nehmen wir die. Schubert hat die Drucklegung seiner Werke sorgfältig überwacht und nicht immer zur Freude der Verleger und noch nachträglich hat manches geändert. So schrieb er im Oktober 1822 an sein Faktotum Josef Hüttenbrenner, da ich an den Ihnen übergebenen Liedern sehr Wichtiges zu verändern habe, so geben Sie selbe dem Verleger Leidesdorf noch nicht. Können Sie mir eines der drei dann später als Opus 20 erschienenen Lieder nennen, die Schubert dann noch überarbeiten wollte? Zum Beispiel der Frühlingsglaube. Das ist richtig. Ein einziges Mal nur, hat Schubert sich den Text eines Liedes aus verschiedenen Gedichten selbst zusammengestellt. Und zwar aus Gedichten von Wilhelm Müller, dem Dichter der Winterreise, und vermutlich von Helmina von Chesi, der Dichterin der Rosamunde. Sie hören jetzt den Beginn dieses Liedes. Kann ich ja gleich fragen. Wie heißt denn der Titel dieses Liedes? Der Hirt auf dem Felsen. Ja, sicher. Schon bald nach Schuberts Tod erwarb ein Wiener Verlagshaus von Schuberts Erben die Rechte an sämtlichen noch nicht erschienenen Liedern des Komponisten. Ein großer Teil davon erschien, muss man überlegen, der Mann ist mit 31 Jahren gestorben und dann erschienen im Laufe von 20 Jahren noch seine Kompositionen in 50 Nachlasslieferungen. Wie heißt der Verlag? Diabelli. Ich neige mich respektvoll, hervorragend. Ja, und nun kommen wir also zu dem Augenblick, wo die Gewinnzahl ermittelt wird. Walter Spabier macht das sonst, aber er kam, als es darum ging, loszufahren, aus seinem vereisten Hamburg nicht raus, hat es Beate übernommen und die wird also jetzt unsere Räder in Bewegung setzen. Drei, vier, zwei, acht ist die Gewinnsumme. Alle, die diese vier Ziffern als Schlussziffern auf ihrem Einzahlungsabschnitt haben, haben automatisch 1.000 Mark gewonnen. Wo es nur die letzten drei sind, sind es immerhin wenigstens automatisch 100 Mark. Also keine schlechte Sache. Und außerdem können Sie ja noch 10.000 Mark oder 100.000 Mark gewinnen. Und dazu erwarten wir jetzt unseren lieben Freund Walter Spabe, der eigentlich immer als Briefträger kam, verschiedenen Jahrhunderten. Und nun als historischer Bote. Ich bin gespannt, wie er heute erscheint. Walter Spabe! Also im Dezember war er ja Weihnachtsmann, der Walter. Was ist das jetzt?
Heute komme ich als Kurier des General Wallensreichs. Aha, haben Sie wahrscheinlich dauernd Kriegserklärungen hin und her schaffen müssen, nicht? Ja, nicht nur. Nicht nur? Ach so, ja, Wallenstein war ja ein sehr horoskopgläubiger Mann. Das ist ja wieder in im Augenblick, nicht? Der hat ja sogar einen eigenen Hofastrologen gehabt, den Seni, nicht? Ja, das war die Madame des jeder damaligen Zeit. Hatte aber nicht so schöne Beine, der Seni, nicht? Walter, da wollen wir mal sehen, was Sie heute mitgebracht haben. Wie verteilen sich denn die Gewinne diesmal? Ja, heute verteilen sich die Gewinne wie folgt. Mhm. 5.649 mal 100 Mark, 531 mal 1.000, 68 mal 10.000 und 24 mal 100.000 Mark. 24 mal 100.000 Mark, muss man überlegen. Ich bedanke mich herzlich, Walter. Ja. Alles gut durchmischen, bitte, damit wir gleich die Hauptpreise ziehen können. Und der Gast, der unsere Hauptpreise ermittelt, das ist einer, der kommt aus einer ähnlichen Kante wie Walter, also aus dem hohen Norden, genau gesagt sogar auch aus Hamburg. Er hat wieder Walter einen sehr liebenswerten Humor, nur dass bei unserem Gast der Humor auch noch einen guten Schuss Skurrilität hat. Sie haben schon oft über ihn gelacht und viele werden aufschreien, wenn ich seinen Namen jetzt nenne, denn sie werden wieder über ihn lachen müssen. Ich begrüße ganz herzlich beim großen Preis Mike Krüger. Dankeschön. Das Märchen von der goldenen Schraube. Auch er wurde mal als kleiner Junge geboren. Das soll es ja geben. Doch das Schicksal hatte sich leider gegen ihn verschworen. So ist das Leben. In seiner Wiege lagen Zettel mit ner Botschaft drauf. Ärgere dich nicht über deinen Bauch. Denn bald bist du 18 und dann wirst du sehen, da kommt zu dir eine Fee und dein Leben wird schön. Ja, was ist denn bloß los mit dem kleinen Mann? Er liegt fröhlich in der Wiege, man sieht ihm gar nichts an. Doch nimm die Decke weg, dann kannst du besser schauen. Du denkst, du darfst deinen Augen nicht trauen. Auf seinem Bauch ist ein Knubbel und der ist riesengroß. Du trittst einen Schritt zurück und denkst, was ist denn das bloß? Aus seinem Bauch guckt eine Schraube von mehreren Zoll. Und die ist aus purem Gold. So eine Schraube stört sehr, das kann man ja verstehen. Denn beim allerbesten Willen, sie lässt sich nicht drehen. Nicht nach links, nicht nach rechts, er hat es bald satt. Er wartet, bis er 18 wird und Geburtstag hat. Da geht die Tür leise auf. Und die Fee tritt herein, er klatscht freudig in die Hände und ruft, das ist aber fein. Den Schraubenschlüssel hast du ja gleich mitgebracht. Ich hab von dir geträumt in jeder Nacht. Die Familie ist schon da, alle Freunde kommen auch. Und zum Höhepunkt des Festes entblößt er seinen Bauch. In der Hand den Schraubenschlüssel aus purem Gold. Er ruft, jetzt tue ich etwas, das habe ich immer schon gewollt. Er setzt den Schlüssel an und während er dreht, quietscht es ein bisschen, aber es geht. Die Schraube ist los, da macht es Klack und sein Arsch fällt ab. Was ist denn das für ein ungeheurer Kopf da im Hintergrund gewesen, auf dem du gesessen hast? Das ist, glaube ich, ein griechisches Götterstandbild. Aha. Ich glaube, das ist Apoll. Ja, es sah aus wie Apoll. Kann auch Adonis gewesen sein. Ja, ja, einer von den beiden, höchstens, nicht? Sag mal, du, nach deiner letzten Zeit, Lied eben, da weiß ich gar nicht, wie ich mit dir ein seriöses Gespräch führen soll. Warum? Was ist denn das für eine Geschichte, die da erzählt hast? Das ist eine alte Geschichte aus dem Ruhrgebiet und die hat mir meine Mutter immer als Märchen erzählt. Und man sieht ja auch, was aus mir geworden ist. Das sind gefährliche Märchen, solche Geschichten. Was sollte denn aus dir werden? Und wo bist du überhaupt geboren? Geboren bin ich in Ulm. Das merkt ja wohl jeder, dass ich Schwabe bin. Klar, ja, ja. Wer ehrlich in Ulm? Ja. Ja, wie denn das? Ja, auf der Durchreise. Also meine Mutter würde noch gerne nach Hamburg fahren mit mir zusammen. Aber dann... Auf einer Fahrkarte für alle. Auf einer Fahrkarte, ja. Und dann aber in Ulm wollte ich schon raus, aussteigen. Hast du mal irgendeinen ernsthaften Berufswunsch gehabt? Ich wollte mal Architekt werden, richtig? Ja. Und habe dann angefangen zu singen, um das Studium so ein bisschen nebenbei zu finanzieren. Und plötzlich fingen meine Dozenten immer an zu lachen, wenn ich
zur Vorlesung kam und da habe ich gedacht, also jetzt singst du lieber. Wie lange ist das denn her mit Mein Gott Walter? Mein Gott Walter ist jetzt schon 8 Jahre her. 8 Jahre und jetzt gibt es sogar noch den Filmstar Mike Krüger. Ja, also ich werde ja seit Jahren von Produzenten bedrängt, weil so gute Leute, so gut aussehende Leute wie ich, Ja, kann ich mir gut vorstellen. Lachen die jetzt? Ich weiß auch nicht. Mann, und jetzt waren es so viele, da habe ich gesagt, okay, einen Film mache ich. Entschuldigen Sie, Müller Hamilton, gehören Sie zum Internat? Ja, natürlich, aber ich habe furchtbar wenig Zeit. Entschuldigen Sie bitte. Sind Freundin Dr. Pfiff und Freundin von Hase schon angekommen? Die echten, meine ich. Wie bitte? Ja, die beiden, die vorhin angekommen sind, sind Betrüger. Verstehen Sie? Männer in Frauenkleidern. Mike und Thomas vom Piratensender Powerplay. Willkommen, willkommen im Internat, Lärchen. Sie, ich freue mich außerordentlich, dass Sie es möglich gemacht haben, schon zum heutigen Eröffnungsfest zu kommen. Yeah. Das meinerseits. Das ist meine Kollegin, Frau von Hase. Die neue Tonlehrerin. Charmant, charmant. Oh, hier sehe ich auf meine 12. Oh, schön, dass ich euch so treffe. Oh, Susi. Könntest du uns vielleicht ein Hemdchen für den Vergleichskampf leihen? Das wäre wirklich reizend. Nein, Susi, das lass schön bleiben. Wir machen den Vergleichskampf ein anderes Mal, gell? Kommt nicht in Frage. Das ist für solch ein Fest der ideale Auftakt. Hier, Frau Professor, nehmen Sie das. Stretch. Das passt Ihnen bestimmt, dehnen sich in jede Größe. Oh, wollen Sie damit vielleicht sagen, dass unser Fräulein von Horst eine zu pummelige Figur hätte? Ach. Kann ja nicht jeder so gut gebaut sein wie wir beide. Lehrkräfte ziehen sich übrigens da drüben um. Nein. Oder wollen Sie es lieber hier tun? Nein, nein, doch lieber für Lehrkräfte da drüben. Ah, ja? Piratensender Powerplay heißt der Film, nicht? Ja. Und ihr seid also ständig auf der Flucht, ja, also wir laufen nicht Krüger nur in Frauenkleidern da rum, natürlich. Ja. Das war so der Schluss, da sind wir in ein Internat geflüchtet und vertreten da die Lehrerinnen. Der Mike Krüger und Thomas Gottschalk, die beiden Hauptdarsteller. Mike, bedanken für den Besuch. Es muss also nachher noch ordentlich was mit glücklicher Hand ausgelost werden. Zunächst aber mal danke, Mike Krüger. So, das ist die Beate. Das ist Walter Sparier, Kurier von General Wallenstein, Regierungsdirektor Baus, der Erziehungsleiter. Das ist unser Glückswürfel. Und da drin das Weiße sind die Lose. Da müssen jetzt die Hunderttausender und die Zehntausender gezogen werden. Zunächst mal 300.000. Die Zettel sind die Lose, sagst du. Genau. Gut. Und ohne Schraube, bitte. Ja, und erstmal den Nippel durch die Lasche ziehen, bitte. Ohne Schraube. Ja? Hier unten. Ganz unten. Oh, ganz weh. Da. Es geht um 100.000 Mark. Also wer da in der Ecke liegt, der hat jetzt Glück. 100.000 Mark werden gewonnen. Gleich den nächsten ziehen. Herr Baus prüft das Ganze. 100.000 Mark werden gewonnen von einer Dame namens Eva, Hausname Pfeiffer. Sie wohnt in Bonn. Der zweite Hunderttausender ist gleich verkündet. Der geht auch auf ein Jahreslos, genau wie der erste. Der Gewinner heißt Walter. Walter, mein Gott. Walter, ja. Nicht? Walter Dobert. Jetzt habe ich das wieder gut gemacht mit ihm wahrscheinlich. Bin ich von überzeugt. Der Walter Spabi hatte schon Sorge, er wäre es, nicht? Walter Dobert und der wohnt in Malente. Der dritte Gewinner ist wieder ein Mann, Karl Wiegand, hat 100.000 Mark gewonnen. Karl Wiegand wohnt in Bochum. Herzlichen Glückwunsch. So, hier wird weitergezogen, Mike. Ja. Wir begrüßen unser Cockpit, da ist die Silvia und die Janita. Namen, die beiden sind zuständig für unsere elektronischen Computer, die sie den ganzen Abend bedienen. Dann ist da Sigrid Spencer, unsere Protokollführerin. Namen Sigrid, Eberhard Gläser, unser, ja, eigentlich weiß ich nicht, wofür er zuständig ist, nicht? Störenfried. Das ist auch eigentlich gar nicht nötig, dass Sie das wissen. Die Hauptsache ist, unsere Zuschauer wissen, was ich mache. Stimmt's? Guten Abend, liebe Zuschauer. Jetzt weiß ich es aber, was? Und Marianne, na, Marianne, so, und jetzt wollen wir weitermachen mit der zweiten Spielrunde. Was haben wir denn drauf? Diesmal Mainz Kino Fest, aktuell A bis Z und Augen. Und wenn Ihre Augen jetzt richtig auf sind, werden Sie sehen, auf unserer Wand gibt es was Neues. Eine grüne, aktuelle Spalte. Für alle, die Schwarz-Weiß-Fernsehen haben, das ist die Spalte, die dritte von rechts mit den Buchstaben A, B, C, D, E. Ich sage den Kandidaten auch nochmal. In dieser aktuellen Spalte verbergen sich Fragen über Ereignisse der letzten 4 Wochen. Und Sie können dabei mehr gewinnen und mehr verlieren als sonst, denn es geht dabei um Summen zwischen 50 und 250 Mark, die aber nicht in einer Reihenfolge da gespeichert sind, sondern ganz beliebig. Wer also aktuell C wählt, weiß nicht, ob er jetzt gerade 50 Mark oder 250 Mark gewählt hat.
Es geht los mit Frau Bilger. Mainz 40. Risiko gleich, Frau Bilger. Sie haben 1200 Mark. Wie viel setzen Sie? 400. Es gibt in Mainz einen großen weißen Turm, in dem im Jahre 1803, da sehen wir den Turm gerade, der Räuber Johannes Bückler zum Zwecke der späteren Hinrichtung eingesperrt war. Und nun die zweiteilige Frage, wie lautet der volkstümliche Name dieses Räubers Johannes Bückler? Und zweitens, welcher deutsche Schriftsteller hat aus seinem Leben ein Schauspiel gemacht? Schinderhannes und... Und von wem ist das? Zuckmeier. Stimmt! Mainz 60. Also ich liebe Mainz, nicht? In der Mainzer St. Stephanskirche sind im vergangenen Jahr wieder drei neue Kirchenfenster fertiggestellt worden. Von welchem weltberühmten Maler wurden sie geschaffen? Von Marc Chagall. Auch das ist richtig. Aktuell D. 150 Mark ist diese Frage wert, Frau Hunke, und Sie dürfen sie beantworten. Kurz vor Weihnachten wurde in einem Londoner Schallplattenstudio, genau dem Beatles-Studio, das Konzert für drei Klaviere, Köchelverzeichnis 242 von Wolfgang Amadeus Mozart, aufgenommen. Man braucht drei Pianisten, der eine war Justus Franz, der andere Christoph Eschenbach. Wie hieß der dritte? Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Dann geht die Frage weiter, Dr. Ruhig. Das war meiner Meinung nach der Bundeskanzler. Ja. Schmidt. Helmut Schmidt hat den dritten Part gespielt, richtig. Mainz 100. Wie heißt der Bischof von Mainz? Das ist für mein Empfinden eine schwierige Frage. Der als Apostel der Deutschen in die Kirchengeschichte eingegangen ist. Das war ein sehr populärer Name. Apostel? Ein Bischof von Mainz. Williges kenne ich nur. Nein, der war es nicht. Mhm. Das ist der Bonifatius. Der war es, ja. Okay, danke. Mainz 80. Eine Glücksfrage, also Sie schaffen es ja doch noch heute Abend, wie ich merke, mit Vergnügen merke, 500 Mark für die richtige Antwort. Welcher berühmte Sohn der Stadt Mainz steht dort dem Stadttheater gegenüber auf dem Sockel? Das ist Gutenberg, klar. Gänsfleisch. Gutenberg, einer der größten Söhne der Stadt Mainz und 100.000 Mark. Muss man überlegen, was er mit 100.000 Mark machen kann, Beate. Ich wüsste schon. Sie wüssten ja, ich bin sicher, die Gewinner werden das auch wissen. Aber man sollte sich das gelegentlich bewusst machen, dass wir hier 28 mal 100.000 Mark verteilen. Die gehen an Irene Klapproth, 85 Nürnberg. Und Helmut Seim in Kirchhain. Helene Schimanski in Heidenheim. Und der Herr Holz-Schrötele oder die Familie Holz-Schrötele in Seehausen. Herzlichen Glückwunsch. Herr Dr. Ruhig. Aktuell B. Aktuell D, haben Sie gesagt? B. 100 Mark. Es geht um 100 Mark. Wie heißt das deutsche Forschungsschiff, das im Dezember, kurz vor Weihnachten in der Antarktis, vom Treibeis leckgeschlagen wurde und sank? Glücklicherweise gab es keine Toten und auch keine Schwerverletzten. Weiß ich nicht. Ich gebe die Frage weiter, Frau Bilger. Gotland. Bravo. Die Gotland 2, um es ganz genau zu sagen. Aktuell E. Also Sie lieben das Aktuelle doch. Aktuelle E ist eine 50-Marks-Frage. Wer erhält in diesem Jahr den Karlspreis der Stadt Aachen? Er wäre der 24. Karlspreisträger. Der König von Spanien. Das ist richtig. Ja. Juan Carlos von Spanien. Aktuell A. 250 Mark und Frau Hunke hat sich zuerst gemeldet. Sie darf also jetzt zuerst auch die Antwort versuchen. Vom Raumfahrtbahnhof Kourou im Französisch-Guyana startete am 20.12. die sogenannte Europa-Rakete und brachte einen über 20 Zentner schweren Seefunksatelliten in eine Erdumlaufbahn. Wie heißt die Trägerrakete? Ich nehme an, Seljub. Wie bitte? Seljub. Nein. Die Trägerrakete der Europa. Rakete, also die, wie heißt überhaupt diese Rakete, die den Satelliten hochgeschafft hat? Weiß es niemand, dann sage ich es, Ariane. Das ist die Ariane, natürlich. Ja, jetzt sagt jeder so, oh, ja. Klar, nicht? Frau Bilger führt mit 1660 Mark. Kino 20.
Die Radio City Music Hall feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. In welcher Stadt steht dieses größte Kino der Welt, auch der größte Theatersaal der Welt, 6200 Sitzplätze? In New York. Ist in Ordnung. Fest 20. Wenn hier jedes Jahr im August die Böller krachen und ein Riesenfeuerwerk den Rhein in Flammen zu versetzen scheint, dann erstrahlen auch die Mauern und Türme dieser Festungsanlage in festlichem Glanz. In den 1000 Jahren seiner Geschichte ist dieses Bollwerk, hoch über den Dächern von Koblenz, immer wieder vergrößert und modernisiert worden. So bekannte Baumeister wie zum Beispiel Balthasar Neumann haben hier gewirkt. Wer in früheren Zeiten als Soldat auf der Festung dienen wollte, musste sich auf 3 Jahre verpflichten, war strenger Zucht unterworfen und zu regelmäßigem Kirchgang gezwungen. Zu viel Lästern, Fluchen, übermäßiges Fressen oder Saufen war laut Dienstvorschrift streng verboten. Und damit die Verordnung auch eingehalten wurde, errichtete man im Jahre 1582 den ersten Galgen auf der Burg. All dies gehört heute der Vergangenheit an. Was geblieben ist, ist die herrliche Aussicht, die man von hier oben genießen kann. Wie diese Festung heißt, das ist jetzt die Frage, die Herr Dr. Ruhig beantworten wird. Das ist die Festung Ehrenbreitstein. Ja, gegenüber von Koblenz und dem Deutschen Eck. Fest 100, bitte. Welches venezianische Fest wird von Niccolò Paganini mit dieser Komposition beschrieben? Ja, der Karneval in Venedig. Ja, da ist es. Man denkt immer, das ist mein Hut, der hat 3 Ecken, aber das ist der Karneval in Venedig. Fest 80. Risiko. Sie haben jetzt 1620 Mark, 1680 Mark hat Frau Bilger und 800 Mark Frau Huhnke. Wie viel riskieren Sie? 1000 Mark. Ich nenne Ihnen jetzt 2 Feste und Sie sollen mir sagen, in welchen Städten diese Feste stattfinden. Erstens der Dom, zweitens die Kinderzeche. Die Kinderzeche sind Dinkelsbühl und der Dom, gibt es 2. Ja, das war ein verständlicher Seufzer. Der Dom ist in Bremen. Nein, in Hamburg. Die Hamburger haben einen Frühjahrsdom und einen Winterdom. Das ist eine Art Oktoberfest. Oh, jetzt ist er bei 620 Mark angekommen. Frau Bilger. Fest 60. Sie wählen sichtlich zurückhaltend jetzt. Fest 60, da erwarten wir unseren lieben alten Freund Fritze Flink mal wieder hereinspaziert. Ja, der Fritze Flink sagt akkurat, draußen haben wir 13 Grad, schönen Gruß vom Granulat. Wir sind ja umweltbewusst in Berlin, nicht? Ja, wir streuen ja kein Salz, nee, nicht mal auf der Straße. Bei uns ist nicht Granulat, das ist so gepulverte Kohle, wissen Sie? Das hilft zwar nicht gegen Rutschen, nicht wahr? Aber wenn Sie hinfliegen, fliegen Sie nie in den Schnee. Nein, sondern wenn Sie hinterher ins Spiegel gucken, dann sehen Sie schwarz. Aber das Schönste kommt ja noch im Frühjahr, wenn die Krokusse so aus der Kohle kommen. Das wird, naja, aber nun wollen wir nicht. Ich färbe ja zu Ostern meine Eier nur schwarz, findet keiner, sag Ihnen jetzt schon. Nicht, aber wollen wir nicht so schwarz sehen, obwohl es ja nicht rosig aussieht heutzutage. Überlegen Sie mal, nicht? Alles steigt ja. Arbeitslosenziffern steigen, nicht? Die Mieten steigen, die Preise steigen. Das Einzige, was sinkt, sind die Temperaturen. Sie. Ich kann ja ein Lied davon singen. Sagen, stehen Sie mal eine halbe Stunde bei Ostwind mit der Taxe an der Säule. Haha. Und dann klingelt es. Brrrr. Und Sie kriegen die Tür nicht auf. Und wenn Sie sie aufhaben, dann jopp, dann hört das auf zu klingeln. Deswegen fahren auch so wenig von meinen Kollegen. Und das muss mein Fleischermeister muss das geahnt haben. Der hat das richtig geahnt. Sagt er neulich zu mir, hallo Herr Fink, Flink, wollen Sie zum Presseball? Ich sage, warum denn? Sagt er, ist so, ja, meine Frau, nicht die, macht Skiurlaub. Meine Tochter macht eine Seereise und mein Sohn, der macht sich nichts aus Bällen. Wollen Sie mitkommen? Ich zahle alles. Ich sage, warum denn ausgerechnet? Ich sage, ich tanze nicht, ich trinke nicht. Und so, sagt er, dürfen Sie gar nicht. Sie sollen mich nur hinfahren und zurückfahren. Und
und sie nach Lose anstellen. Und habe ich zugesagt, nicht? Ja, hab meinen alten Smoking rausgeholt. Sieh, der ist so alt, der war schon wieder innen, nicht? Also ich rinn, ja, den ersten, den ich traf, war unser Bundespräsident, nicht? Der Carsten sagt, hallo, und dann hat man angestellt nach Lose, nicht? Und das hat ja gedauert, sag ich Ihnen, gedauert, bis der Hans Rosenthal kam, nicht? Da ging das dann Dalli-Dalli, der versteht das wohl, nicht? Und dann habe ich meinen Tischplatz gesucht in dem großen Saal, wo die Orchester spielen, nicht? Habe gesucht, wen traf ich? Carsten, war er. Ich runter an der Sektbar, wen traf ich? Carsten. Der wanderte da, der wanderte und der ist hier, musste der ja, weil der musste so machen, als wenn sie alle da sind, nicht? Die Bonner Prominenz und auch die vom flachen Lande und so, aber war wohl nicht, die wollten wohl nicht oder konnten nicht oder durften nicht oder auf jeden Fall war keiner da, nicht? Also Berlin ist wohl nicht mehr in. Aber die Preise auf dem Presseball, die waren in. Oh, die hatten es in sich. Ich sage Ihnen, so ein bunter Teller, ja? Also 3 Krabben, eine Scheibe Lachs, ein halbes Ei, ja? 2 Perlzwiebeln, eine Olive und eine halbe Scheibe Weißbrot. Das hat gekostet, warten Sie mal, also ich habe mit einem 100er bezahlt. Viel habe ich nicht rausgekriegt. Nein, aber das muss ja so sein. Muss alles so teuer sein, weil das ist ja alles für einen wohltätigen Zweck. Alles für einen Wohl, auch die ganzen Preise, die da gestiftet werden, ist alles für einen wohltätigen Zweck. Und als sie dann um 12 Uhr auf der Bühne, nicht? Also da so reingegriffen haben in die Trommel da. Und da haben sie ja die Nieten gezogen, nicht? Also alle, die gedacht haben, die kriegen nicht, die haben dann also die Bermudas gekriegt. Nicht die Hosen, sondern die Reise dahin, nicht? Und da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich ist das so wie bei Wim Tölke, nicht? Da so rein. Nicht? Und nun ist meine Frage schon an die Kandidaten, nicht? Wie nennt man das oder wie heißt das, möchte ich mal sagen, wenn man auf einem Ball zu wohltätigen Zwecken eine Verlosung macht? Also, nicht, nur sagen Sie aber nicht, das ist eine neue Gruppeneinteilung für die Fußballweltmeisterschaft. Der Wolfgang Drune hat es gut geschrieben. Wie nennt man es, Frau Leger? Eine Tombola? Ja, Tombola ist das Wort, das wir erwartet haben. Machen Sie bitte ich weiter. Ich möchte A bis Z20. Können Sie gerne haben, ist eine Risikofrage. Sie haben 1.740 Mark, 620 Mark hat Herr Dr. Ruhig und 800 Mark Frau Hunke. Wie viel riskieren Sie? 700. Aha. Das ist eine einfache Risikofrage. Es geht um die 3 biblischen Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Erstens, wer erhielt diese Geschenke? Zweitens, von wem wurden sie überreicht? Sie wurden überreicht von den 3 Weisen aus dem Morgenland und sie haben sie dem neugeborenen Christuskind dargebracht. Ja. Das hätten Sie gerne mehr riskiert, nicht? Ja, das hätte ich. Kino 60. Wollen wir doch mal in Kino. Für eine Nacht voller Seligkeit, da gebe ich alles hin. Naja, das kann man leicht behaupten, aber wer singt dieses Lied und sang es in dem Film Cora Terry? Das war Marika Röck. Genau. Augen 100. In diesem Lied, das wir jetzt hören, geht es auch um Augen. Russische Volksweise. Ja. Welche Farbe haben die Augen? Schwarz. Ja. Otschi Tschernia, singt der Ivan Reprov dazu da, nicht? Augen 80. Es ist ein Skandal, wie sich dieser Kerl benimmt. Kein Tag vergeht, an dem mir nicht immer wieder neue Weibergeschichten zu Ohren kommen. Jeder Plejade, jeder Nymphe steigt er nach, dieser Schürzenjäger. Aber jetzt ist ein für alle Mal Schluss damit. Das lasse ich mir nicht länger bieten. Und wie er sich aufspielt, dieser eitle Pfau. Und welche Tricks er anwendet, um sich seine Herzallerliebsten gefügig zu machen. Bei Danae, dieser Schlampe, ist er doch tatsächlich als Goldregen ins Lotterbett gerieselt. Und das Techtelmechtel mit Leder. Dieses Früchtchen hat er als Schwan beglückt. Nein, nein, jetzt ist Schluss. Seine neueste Flamme heißt Ju. Kennen Sie nicht? Müssen Sie auch nicht. So ein kleines Flittchen, Tochter eines Flussgottes. In eine weiße Kuh hat er sie verwandelt. Damit will er mir Sand in die Augen streuen. Aber der werde ich es heimzahlen. Dieser Kuh. Fräulein, geben Sie mir bitte Sparta 007. Die soll mich kennenlernen. Hallo? Spreche ich mit der Auskunft Sphinx? Ah, mit Herrn Panoptes persönlich. Hier spricht Hera. Passen Sie auf, mein lieber Panoptes, ich habe da einen außerordentlich schwierigen Auftrag für Sie. Es geht um die Überwachung einer weißen Kuh. Sehr richtig. Der alte Zeus macht mal wieder Seitensprünge.
Nein, nein, diese Kuh muss Tag und Nacht überwacht werden. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Sie kennen meinen Alten. Ah. Sie haben einen Observierungsspezialisten an der Hand. Was hat er gemacht? Dem Satyr von Ichisner hat er erst kürzlich das Handwerk gelegt. Ja, aber was sagen Sie? Dieser Detektiv ist Tag und Nacht im Einsatz. Er schläft nie, ihm entgeht nichts. Wie viele Augen hat er? 100! Nur mein lieber Pandoftes, Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Richtig, richtig. Na gut, dann ist das unser Mann. Wie heißt er denn? Wie er heißt, Ihr Spezialist? Hallo? Hallo? Weg. Scheiße, Amaphon. Na, ist ja auch egal. Wenn Sie wissen wollen, wie dieser Überwachungsspezialist mit den 100 Augen heißt, na, dann fragen Sie doch einfach die Kandidaten. Die werden es schon wissen. Guten Abend. Frau Distel, ein großes Kompliment. Und jetzt, Frau Bilger, auch eins für Sie, wenn Sie wissen, um wen es da geht. Tut mir leid, weiß ich nicht. Gehen wir die Frage weiter. Herr Dr. Ruhig. Argus. Argus, ah. Der mit dem Argus-Auge. Ich möchte jetzt Augen 60. Da haben Sie ein Risiko erwischt und damit eine Chance. Sie haben 700 Mark, 2360 Mark hat Frau Bilger und 960 Mark Frau Hunke. Dann muss ich alles setzen. Sie setzen alles, alle, die gesamten 700 Mark. Gut, wie heißen die beiden Visierhilfen, die der Schütze mit seinem Auge auf eine Linie bringen muss, wenn er beim Gewehr beispielsweise oder mit dem Gewehr das Ziel treffen will? Kim und Korn. Ja, einfach und schon hat er 1400 Mark, der Dr. Ruhig. Augen 40. Augen 40. Die Symbolfigur der Gerechtigkeit, die stellt man sich doch oft so vor, mit verbundenem Auge und wirklich gerecht zu sein. In der einen Hand ein Schwert, in der anderen eine Waage. Wie nennt man diese Dame, Frau Bilger? Justitia. Ja, Justitia ist richtig. Und nun kommen eine ganze Menge Helfer der Justitia. Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter zu uns zum großen Preis. Nicht um dem Eberhard Gläser noch beizustehen. Der wird also mit den Rechtsfällen des großen Preises schon alleine fertig. Nein, um fröhliche, mitreißende, schwungvolle Musik zu machen. Und Sie gucken mal auf die einzelnen Musikanten und überlegen, wer ist der Staatsanwalt, wer könnte Richter sein, wer vielleicht Rechtsanwalt. Die Wiesbadener Juristenband. Thank you.
meine Herren. Also die Zuschauer haben wahrscheinlich gedacht, so, der Zeug hat uns verkohlt, das ist keine Juristenband, das ist eine Ganoventruppe, nicht? Aber ich muss Ihnen die einzelnen Mitglieder jetzt vorstellen. Hier am Piano Herr Dr. Kaufmann, Vorsitzender Richter beim Landgericht. Übrigens hat er heute einen runden Geburtstag. Ihnen und allen, die heute Geburtstag haben, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Am Benjo, Rechtsanwalt und Notar Henn. Nicht? Was sind Sie? Ich bin Staatsanwalt. Staatsanwalt. Aha. Ja, dann Vorsicht mit der Trompete, nicht? Links daneben sehen wir, das ist ein Paradiesvogel, der hat sich eingeschlichen, ein richtiger Musiker, der ist Lipkowski. Der hat also Musik richtig studiert. Und der Herr Hemes an der Posaune ist Sachbearbeiter im Statistischen Bundesamt. Und hinter mir habe ich dann noch zwei Experten. Am Kontrabass Herr Schmidt, Ministerialdirigent. Sie müssen alle hier stehen und dirigieren, nicht? Leiter der Justizprüfstelle sogar. Und am Schlagzeug Rolf Thüsing, ebenfalls Rechtsanwalt. Herr Arlette, Dr. Arlette, wo spielen Sie überhaupt überall? Ach, wo es sich ergibt. Der Ursprung der Band war eigentlich ein Anlass in Wiesbaden zum Juristenball vor circa 8 Jahren. Und ein Teil unserer Gruppe, der damals schon zusammenspielte, beschloss mal einen Auftritt zu wagen. Wir setzten uns zusammen und übten und traten auf. Und wie lange spielen Sie persönlich schon Trompete? Seit meinem 12. Lebensjahr, also, naja, wollen wir nicht darüber sprechen. Also so zwischen 25 und 15 Jahren, ne? Ich darf sagen, Dr. Kaufmann und Herr Hemes und ich, wir spielen circa 30 Jahre schon zusammen. Alle Achtung, haben Sie schon mal im Knast gespielt? Nein, aber ich weiß, dass da auch sehr gut gespielt wird. Ah ja, ich weiß aber auch, dass Sie eine ganze Menge Geld schon für die Aktion Sorgenkind eingespielt haben. Dafür so ganz nebenbei herzlichen Dank. Die Juristenband Wiesbaden. Und jetzt Frau Bilger aus Wiesbaden. Kino 40. Ein Joker. Habes Z 40. Ich glaube, es hilft Ihnen, wenn Sie an die Namen Peter Panther und Theobald Tiger denken, auch wenn ich jetzt Hans-Joachim Kürz, den ZDF-Korrespondenten für Skandinavien, bitte, sich für den großen Preis zu melden. Da ist er. Ja, guten Abend, Herr Tölke. Guten Abend, liebe Zuschauer. Guten Abend, liebe Kandidaten. Ja, guten Abend, Herr Kürz. Sie sind für uns auf den Spuren eines bekannten deutschen Schriftstellers gewandelt. Ja, das stimmt. Und zwar auf den Spuren einer kleinen, heiteren, sommerlichen Liebesgeschichte. Deswegen hätte es heute eigentlich ein warmer Sommertag sein müssen mit blauem Himmel und Sonnenschein. Die Jahreszeit stimmt also nicht mit der literarischen Vorlage überein, wohl aber der Ort. Und der hat auch jetzt seine Reize. Da ist vor allem das Schloss an den Ufern des Mälarsees. Es gibt sich trutzig und wehrhaft mit seinen mächtigen Mauern aus Felsgestein. Eine bedächtige Festung, die da liegt, beruhigend und dick und sich selber bewacht, so liest man es in unserer Geschichte. Und wie das mit alten Gemäuern so ist, dieses Schloss legt Zeugnis ab von einer bewegten Historie, die ja auch das mittlerweile so friedliche Schweden nicht verschont hat. Da war zunächst eine Burg aus dem 14. Jahrhundert, die irgendwann niedergebrannt wurde. Auf ihren Fundamenten ließ König Gustav Vasa von dem deutschen Baumeister Henrik von Köln eine, wie er hoffte, uneinnehmbare Festung auftürmen. Vor gut 400 Jahren war das. Henriks Handschrift bestimmt noch heute das Aussehen des Schlosses. Mit der berühmten Königin Lovisa Ulrika hielt die Kunst hier ihren Einzug um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Ulrika brachte aus ihrem Stockholmer Palast Drottningholm 300 Ölgemälde mit an den Mälarsee. Sie wurden zum Grundstock für eine der größten Sammlungen mittelalterlicher Porträts, die man heute in den Räumen des Schlosses bewundern kann. Mittelpunkt des Schlosses ist der große Reichssaal, in dem eine Vielzahl schwedischer Könige Hof hielt. Auf dem Thron saßen nicht selten Herrscher, die aus deutschen Landen kamen, denn an gekrönten Häuptern hat bei uns ja selten Mangel geherrscht. Übrigens kam der Autor unserer Liebesgeschichte wenige Jahre nach deren Erscheinen hierher zurück. Unfreiwillig dieses Mal als Emigrant. 1935 schied er in Schweden aus dem Leben. Sein Grab liegt nur ein paar hundert Meter vom Schloss entfernt. Damit wären wir dann auch bei unserer Frage. Sie lautet, wie heißt dieses Schloss am Mälarsee, das übrigens auch dem Buch seinen Namen gab? Ich hoffe, die Antwort fällt Ihnen nicht so schwer. Viel Glück und guten Abend aus Schweden. Guten Abend und herzlichen Dank, Hans-Joachim Kürz. Also es ist sicherlich das in Deutschland bekannteste schwedische Schloss. Ja, Schloss Gripsholm. Gripsholm, richtig. Und der Roman, um den es geht, ist von Kurt Tucholsky. Und die beiden Namen, die ich genannt habe, das waren Pseudonyme von Tucholsky.
Es geht weiter mit Ihnen. Das C, aktuell C. Aktuell C, ja. Am vergangenen Samstag, also jetzt am letzten Samstag, da fand in Madrid die Auslosung zur Fußballweltmeisterschaft statt. Und wie ist das Los, Glück oder Unglück, je nachdem so will, kommt die deutsche Mannschaft, die Mannschaft der Bundesrepublik, sowohl bei der Fußballweltmeisterschaft als auch bei der später stattfindenden Europameisterschaft mit einer Mannschaft in dieselbe Gruppe. Welche Mannschaft handelt es sich dabei? Österreich. Oh, Frau Bilger. Hallo, hallo. Ja. Augen 20, bitte. Ein Jokerchen. Mainz 20. Das erinnert mich aber jetzt stark daran, dass wir allmählich in Mainz ja Fasenacht haben. Und da möchte ich Ihnen sagen, draußen steht einer. Wollen wir neu lassen? Reu damit. Na, Hallamarsch. Wir begrüßen den Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Herrn Jockel Fuchs. Da habe ich gleich die erste Frage. Wie heißen Sie denn wirklich? Jockel sind Sie doch nicht getauft. Oder ist das politisches Geheimnis? Darf das die Opposition nicht erfahren? Nein, nein, das ist ganz klar. Da steht sogar in meinen Ausweisen drin. Also ich bin in einem gut evangelischen Haus groß geworden und da wurden die Kinder alle nach biblischen Namen getauft. Und so war ich der Jakob. Der Jakob? Aha. Ja. Und wie kam Jockel? Und eines Tages in der Penne, in der Schule, war im Lyzeum ein sehr nettes Mädchen. Und die hat zu mir gesagt, ach, weißt du, wenn wir so ein bisschen ausgehen und ich sage Jakob, da denken die Leute, ach, der Jakob, du heißt ab sofort Jockel. Und seit der Zeit heiße ich Jockel. Und allmählich sozusagen offiziell, nicht? Die würden Sie anders gar nicht erkennen, die Mainzer. Ja, wenn Sie... wo ich sage, wir erwarten Herrn Jakob Fuchs. Das wäre doch, wird doch kein Mainzer unruhig werden, nicht? Im Jockel, da bewegt sich was. Er würde sicher meinen, es wäre der Metzgermeister aus der Nachbarschaft. Ach so, wir müssen eine Frage stellen, die die Mainz betrifft und auch die Fasenacht. Der Dr. Ruhig hat sich gerade gemeldet, vielleicht dürfen wir das gerade eben machen. Aus wie vielen Mitgliedern besteht denn ein Festkomitee traditionellerweise bei Karnevalsveranstaltungen? Also Sitzungskomitee. Sitzungskomitee, ja. Das ist der Elverrat eben aus 11 Personen. So ist es, richtig. Papu, papu, papu. Aber Mainz hat ja nicht nur die Fasenacht zu bieten, nicht? Sie wandern ja als Oberbürgermeister eigentlich wie ein römischer Statthalter auf tausendjähriger Geschichte, mit jedem Schritt, nicht? 2000-jährige. 2000, ja, berichtigen Sie mich ruhig, völlig richtig. So. Und man wacht doch kaum damit der Schippe, seinen Garten umzugraben und stößt dabei so oft auf Scherben aus der Römerzeit, nicht? In gewissen Stadtgebieten ist das so, dort wo man weiß, wo das römische Zentrum war, dort gibt es viele, viele Hobbysammler, die finden immer mal was. Ich habe gerade gehört, Sie haben einen fast sensationell zu nennenden Fund in den letzten Wochen in Mainz gehabt. Was war das? Ja, wir sind dort beim Baggern für ein neues Hotel und so in 8 Meter Tiefe hat gegen Mitternacht ein Hobbysammler, als er wieder beim Schiffen war, auf einmal entdeckt, da liegt ein Schiff, ach, Teile eines Schiffs. Und er war aufgeregt, hat es sofort gemeldet und dann war es in der Tat ein römisches Rheinschiff. Wie alt war es ungefähr? Ja, die Fachleute haben genau festgestellt, dass es aus dem Jahr 376 nach Christus stammt. Wie kann man denn sowas feststellen? Ja, das gibt heute ganz moderne Methoden nach den Ringen des Holzes und sie haben sogar festgestellt, dass es Eichenholz ist. Und frisch geschlagenen Eichen aus dem Jahr 376. War es nur ein Schiff oder? Nein, also wir hatten schon zunächst Sorgen, das ist ja alles sehr teuer, das ist kostspielig, das Bergen das und so weiter. Ja. Und, aber heute haben wir bis jetzt 9 solcher römischer Rheinschiffe aus dem 4. Jahrhundert an dieser gleichen Stelle gefunden. Das ist einmalig. Ganze Flotte, nicht? Gab es denn da schon so Spezialitäten im Schiffsbau? Haben die schon irgendwas gemacht, was man heute mit Überraschung zur Kenntnis nimmt? Ja, zum Beispiel, sie haben Nägel verwandt, die sie schon so gut präpariert hatten, dass sie nicht gerostet haben, zum Beispiel. Wie haben sie das denn gemacht? Und viele andere. Also so viel chemische Einzelheiten oder technische Einzelheiten kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist ungeheuer. Aber es gibt viele neue Erkenntnisse. Es ist einmalig im gesamten ehemaligen römischen Imperium, dass solche Flussschiffe gefunden wurden. Und es gibt viele Spekulationen darüber, was mit diesen Schiffen gemacht wurde.
Ja, was hat man transportiert? Na, also ich nehme an, Wein hat man transportiert. Sicher, wie soll das anders sein? Zu der römischen Garnison in Mainz. Was noch? Warentransporte, Truppentransporte. Und ich habe die Fachleute überzeugt, dass sie auch hübsche Römerinnen nach Mainz in die Garnison gebracht haben. Und da sind Sie heute noch, Herr Oberbürgermeister. Es war ein schöner und interessanter Besuch. Ich darf mich Dankeschön. Herzlich bedanken. Fest 40, bitte. Eine Glücksfrage. Welcher Komponist ließ dieses Festspielhaus erbauen? Wagner. Richard Wagner in Bayreuth. Ja, 500 Mark mehr für Sie. Konnte Sie gut gebrauchen, 500 Mark. Und ich bin sicher, Frau Ingeborg Becker aus Berlin, ist zufällig hier? Frau Becker, Sie haben 100.000 Mark gewonnen. Wer noch? Und Elisabeth Wiedbücher in Riedberg auch. Und N. Jeneskens in Goch. Also wir gratulieren Ihnen ganz herzlich. Frau Beate, wir wollen bei der Gelegenheit, es ist nett, dass Sie die 100.000 Mark gewinnen, wir wollen bei der Gelegenheit allen nochmal sagen, die jetzt kein Los haben oder deren Jahreslos vielleicht ausläuft, kontrollieren Sie das mal. Die meisten Gewinne, die wir heute gezogen haben, die gehen auf Jahreslose. Kaufen Sie Neues, es reicht ja dann wieder für 12 Monate. Dann sind Sie in diesem Jahr vielleicht dabei, wenn wir einen Namen hier nennen. Dankeschön. Herr Ruhig. A bis Z 100. Noch eine Glücksfrage. Also jetzt haben Sie doch wirklich Glück, nachdem Sie auch schon Pech hatten heute Abend. In welchem Ort liegt die Talstation dieser Zahnradbahn? Muss man den Berg zu erkennen? In Zermatt. In Zermatt, ja. Wir kommen schon gar nicht mehr nach mit den Hunderttausendern. Katharina Grähn aus Krefeld. 100.000 Mark. Und nochmal 100.000 an Hans Körner in Traunstein-Orlen. Also jetzt muss ich das berichten. Traunstein-Orlen. Taunusstein-Orlen. Der Mann wohnt also ungefähr 5 Kilometer von mir entfernt. Ja. Wir gratulieren auch da ganz herzlich. Kino 100. Risiko, also sowas. Ich war eben der allerletzte und ist innerhalb von wenigen Minuten auf 2.460 Mark gekommen. 2.800 hat Frau Bilger und 960 leider nur Frau Huhnke. Herr Dr. Ruhig, wie viel riskieren Sie? 2.000 Mark. Oh. Wenn schon, denn schon. Es wird anerkannt, wie Sie merken. Achten Sie bitte auf die Musik, die Sie jetzt hören. Zu welchem Film gehört diese Titelmusik? Die vor kurzem im Fernsehen. Karl und zweitens, zu welchem Film gehört die Titelmusik? Ja. Und zweitens, wer spielte in diesem Film die Titelrolle? Das ist Winnetou und die Titelrolle Pierre Brice. Ich finde es sehr nett, dass Sie Frau Bilger ganz herzlich klatscht. Oh, Stimmung! Vorsicht, 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 er will ja das Glück auf keinen Fall jetzt bereits berufen. Das wollen wir auch nicht, aber Sie sind bei 4.460 Mark und dürfen noch mal wählen. Aber es sind 80. Da haben Sie gut gewählt, das ist ein Joker. Aber jetzt klappt das. Jetzt Kino 80. In diesem Hause fanden am 1. November 1895 die ersten öffentlichen Filmvorführungen in Europa durch Max und Emil Skladanowski statt. Mit Hilfe eigens aufgenommener Filme und selbst erfundener Apparaturen des Max Skladanowski. An welchem Berliner Varieté wurde diese Gedenktafel am 1. November 1935 im Rahmen eines Festakts angebracht? Das ist die Frage. Ein Varieté von Weltgeltung darf ich noch hinzufügen, aber mehr nicht. Ja, ich weiß bloß, dass das irgendwo unter den Linden ist, aber... Das hilft nicht und stimmt auch nicht. Stimmt nicht. Die Frage ist frei, Frau Bilger. Im Wintergarten. Das ist richtig, ja. Das ist der berühmte Wintergarten. Oh. Fragezeichen. Es bleibt das Fragezeichen. Ja, Beate, wie sehen Sie denn aus? Ach so, ja. Sie hat einen für mich mitgebracht. Wie nennt man denn diese Hüte? Das ist ein Sombrero. Ein Sombrero, ja. Es sind sogar zwei Sombreros, würde ich sagen. Aber Sombrero ist richtig, Frau Huhnke. Und aus der Gegend, wo Sombreros getragen werden, aus Lateinamerika, kommen jetzt drei entzückende junge Damen zu uns. Genau aus Chile, wo man vielleicht Sombreros noch nicht gerade in jeder Großstadt trägt.
sind nicht nur entzückende junge Damen, sie sind enorm gute Sängerinnen, große Stars in ihrer Heimat. Ich bin sicher, sie werden es bald auch bei uns sein. Begrüßen Sie ganz herzlich Frequentia Mott. Hübsche Schwestern aus Chile. Da ist die Dolores, jetzt hier rechts von mir. Das ist Patty mit der Gitarre und ganz links Soles, Sole wie Sonne. Ja. Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Warum ausgerechnet Deutschland? Weil wir möchten eine internationale Karriere machen. Und Deutschland ist eine gute Ausgangsposition für eine internationale Karriere. Ich habe gehört, Sie sind in Chile und Umgebung bereits so bekannt wie hier bei uns die Gruppe ABBA. Ist das übertrieben? Nein, ist sicher. Na, dann wünsche ich, dass es also in Europa bald genauso erfolgreich weitergeht. Die Blumen, da bin ich ja direkt stolz auf unsere Blumenbeschaffer, haben die genau in der Farbe richtig zu ihrem Kleid ausgesucht oder ihren Anzügen. Und ich muss mich jetzt beeilen, meine Freunde Wum und Wendelin sind nämlich irgendwo in den Gängen und der Wum wollte ein Auto kaufen. Jetzt habe ich große Sorge, er macht irgendein Unfug mit dem Auto. Also, adios, tschüss, Frequentia Mott. Ja, hallo Wendelin. Sag mal, du, ist Wum noch nicht da mit seinem neuen Kraftfahrzeug? Nein, nichts gesehen, nichts gerochen, nichts gehört. Ja, aber er sollte schon hier sein, nicht? Schon vor 10 Minuten. Meinst du, es ist was passiert? Ich weiß nicht. Aber Wum ist doch ein guter Fahrer, oder? Aber zu schnell. Immer will er alle überholen. Immer der Erste sein. Ja, du, vielleicht hat er eine schwere Kindheit gehabt. Ja, ja, bei ihm wird immer alles entschuldigt. Weißt du, was er ist? Was denn? Ein Angeber ist er, ein Angeber. Immer die schnellsten Autos und die schönsten Mädchen. Mädchen? Was für Mädchen? Alle, einfach alle, steht immer da und wedelt. Er wedelt? Jawohl. Und dann finden sie ihn niedlich, steigen in sein Auto, er mit der Pfote aufs Gaspedal, ab die Post und schräg in die Kurve. Dieser Angeber. Du, das ist ja unglaublich. Wie lange geht das denn schon so? Jahrelang. Was? Und ich stehe immer dumm da und muss ein Taxi nehmen. Immer, immer. Immer? Jawohl. Und dann hockt er die ganze Nacht in der Bar, kommt morgens nach Hause, schmeißt den Schirmständer um und grölt unanständige Lieder. Täglich? Täglich.
fährt ein Wagen nach dem anderen zu Schrott, dieser Playboy. Nein! Doch, es macht mich verrückt. Jetzt kauft er sich wieder einen und rast durch die Gegend. Wendelin, da ist Wumm mit seinem neuen Renner. Guck doch mal. Nein. Ach was. Hey, hallo Wumm, Mensch, einen tollen heißen Ofen hast du da. Wumm, hör doch mal. Was ist denn mit dem los? Der spricht wohl nicht mehr mit jedem. Ja, Wendelin, wie findest du denn das? Sag mal. Das habe ich mir gedacht. Was? Er muss sich immer irgendwie interessant machen. Du, da kommt er ja schon wieder. Hallo Wumm, schritt mal auf die Bremse, Oller Junge. Typisch Wumm, rast wieder durch, ohne anzuhalten. Ich bitte um Entschuldigung, aber bei dieser Geschwindigkeit muss ich mich auf den Verkehr konzentrieren. Sag mal, das ist dein neuer Wagen? Das ist kein Wagen, das ist eine Schildkröte. Ach was? Ach so, ja, ja. Das ist Luise, sie ist mein Kraftfahrzeug. Warum mit Luise genießt du den Rausch der Geschwindigkeit? So ein Angeber. Ich bin Mitglied des ATSCHIK, des Allgemeinen Deutschen Schildkrötenclubs. Und Luise ist die schnellste Schildkröte von Nordrhein-Westfalen. Gratuliere. Wir brauchen nur 3 Kilo Salat auf 100 Kilometer. Oh. Wir halten unser Tempo auf Glatteis bei Aquaplaning und in jedem Gelände. Fantastisch. So ein Angeber. Und erst in 200 Jahren brauche ich ein neues Modell. Aber sag mal, wie nimmst du denn die vielen Mädchen mit, du Honor Playboy, du? Ich fahre allein. Wertvolle Hunde sind meistens einsam. Siehst du, Wendelin, das stimmt also gar nicht mit Wumms Mädchen, mit der Raserei und mit seinem Lotterleben. Pfui, du hast gelogen. Jawohl, ich hab gelogen. Weil ich mit dem Schwanz wedeln kann, so viel ich will. Mich findet keiner niedlich. Ach, ich bin so neidisch auf Wumm. Nicht traurig sein, Wendelin. Ich mag dich. Wertvolle Elefanten sind meistens einsam, aber trotzdem nicht vergessen. Stichtag für den großen Preis? Samstag in 8 Tagen. Also einen herzlichen Gruß an alle einsamen, wertvollen Elefanten, gell? Und vergessen Sie wirklich nicht, schnell ein Los kaufen, möglichst morgen. Vielleicht sind Sie im nächsten Monat bereits ein 100.000-Mark-Gewinner. Wir kommen jetzt zur dritten Runde. Die Kandidaten sind bereits präpariert. Sie wissen schon, meine Damen und Herren, 60 Sekunden haben Sie Zeit, um eine dreiteilige Frage aus Ihrem Fachgebiet zu beantworten. Bei richtiger Antwort verdoppelt sich das Kapital. Bei falscher Antwort verfällt es zugunsten der Aktion Sorgenkind. Thema Nummer 1, Knut Hamsun. Frau Huhnke ist nämlich auf dem dritten Platz. Welche Frage darf ich für Sie wählen? Ich nehme die Nummer 2. Frage Nummer 2. Sie können die Frage selbst mitlesen. Ich lese sie für uns alle vor und der Experte Professor Friese beobachtet nun das Ganze. Hier ist die Frage. In einem Roman Hamsuns heißt es über die Hauptfigur. Er ist Ödlandbauer bis in die Knochen und Landwirt vom Scheitel bis zur Sohle. Ein Wiedererstandener aus der Vorzeit, der in die Zukunft hinausdeutet, ein Mann aus der ersten Zeit des Ackerbaus. Ein Landsmann, 900 Jahre alt und doch auch wieder der Mann des Tages. Aus welchem Roman stammt das Zitat? Zweitens, wie heißt der Ödlandbauer? Und drittens, wie heißt die Frau dieses Ödlandbauern? Zu Frage Nummer 1, der Roman heißt Segen der Erde. Der Ödlandbauer heißt Isaac und die Frau des Ödlandbauern heißt Inger. Herr Professor Friese? Ausgezeichnet. Prima! Herzlichen Glückwunsch. Das reicht für viele Mokka-Tassen. So, Frau Bilger, auf Platz 2 im Augenblick noch. Umschlag 1, 2 oder 3? Ich nehme Nummer 3. Umschlag Nummer 3, das Thema Franz Schubert. Herr Professor Dürr, unser kühner Sänger, wird als Experte jetzt aufpassen. Hier heißt es in der Frage, in der Verlagsankündigung zu Schuberts im August 1828 erschienen Liederhefts Opus 95 schreibt der Verleger, dass sich das Publikum von Schubert schon lange einmal Kompositionen heiteren, komischen Inhalts wünschte. Diese lägen nun hier vor. Da aber nicht alle Lieder des Opus 95 komisch sind, während alle einen Kehrreim haben, wählte man einen zusammenfassenden Titel, der Leichtes und Komisches wenigstens suggeriert. Frage Nummer 1. Unter welchem zusammenfassenden Titel sind die Lieder erschienen und heute noch bekannt? Zweitens. Wie heißt der Textdichter aller 4 Lieder? Und drittens. Von den 4 Liedern ist nur eines kein Strophenlied, sondern ein durchkomponiertes. Dieses Lied ist auch nicht komisch, sondern ein wirkliches Liebeslied. Wie heißt das Lied, das ich jetzt meine? Zeit läuft. Zu Frage 1. Diese Lieder werden die Refrainlieder genannt. Zu Frage 2. Der Textdichter ist Seidel.
Und zu Frage 3. Ich glaube, das ist das Lied bei dir allein. Herr Professor Dürr? Ja, ist richtig. Also der laute Klatscher war wieder der Experte, Professor Dürr. Er kann nicht nur gut singen, er kann auch gut klatschen. Herr Dr. Ruhig, ich bitte Sie jetzt herzlich, Ihrem Namen alle Ehre zu machen und auch ganz ruhig zu bleiben. Sie haben 4.480 Mark und können das jetzt verdoppeln. Ich nehme die Frage 1. Frage Nummer 1, das Thema Süßwasserfische Europas. Experte, Herr Professor Dr. Reinbotsch. Nun geht's los. Auch der Experte konzentriert sich voll. Unter den physikalischen Umweltfaktoren, die für das Leben der Fische von ausschlaggebender Bedeutung sind, spielt die Wassertemperatur eine wichtige Rolle. Die bestgeeigneten Temperaturen, die Optimaltemperaturen, können von Art zu Art sehr verschieden sein. Auch der Temperaturbereich, den eine Art auszuhalten vermag, ist unterschiedlich breit. Jetzt Frage Nummer 1. Welches ist der Hauptgrund, der eine länger dauernde Erhöhung der Wassertemperatur über den Normbereich hinaus für Fische lebensgefährlich machen kann? Zweitens, wie ist es zu erklären, dass Fische wie Karpfen, ja was noch, Brachsen, Bleie und viele andere Arten in flachen Teichen im Winter nicht sterben, obwohl eine dicke Eisschicht die Fläche zudeckt und selbst tiefere Wasserschichten sich bis in Gefrierpunktnähe abkühlen? Und nun drittens, bei welcher Höchsttemperatur des Wassers sind Forellen gerade noch lebensfähig? Zur Frage 1, da ist gefragt, nach der, weswegen das für die Fische gefährlich ist. Je höher die Wassertemperatur ist, umso weniger Sauerstoff ist im Wasser gelöst. Zur Frage 2, der Grund liegt darin, dass 0 Grad kaltes oder warmes Wasser leichter ist als 4 Grad warmes Wasser, das sinkt zu Boden. Dadurch kann am Boden kein Eis entstehen. Und was machen die Fische in der Zeit? Ja, die halten Winterruhe. Darum, drittens, weiter. Die Höchsttemperaturen, bei denen Forellen gerade noch lebensfähig sind. Ja, gehen Sie nicht extrem nach oben, nennen Sie eine Temperatur, die Sie meinen. Ja, 15 Grad. Herr Reinbold. Nein. Pra. Und warum nicht? Weil Forellen durchaus noch höhere Temperaturen aushalten. Sie hören erst bei etwa 18 Grad zu fressen auf, aber bei 15 Grad sind sie noch fressaktiv. Und da kann man leider nicht sagen, dass das die höchste Temperatur ist, die sie aushalten. Es tut mir sehr leid. Also wenn uns heute was leid tut, dann jetzt im Augenblick diese Entscheidung, aber an der ist offenbar nicht zu deuteln. Wie sehen Sie es denn jetzt rückwirkend? Ich wollte erst 18 Grad sagen. Ich dachte, ich gehe lieber ein bisschen runter. Ne? Ach, er wollte 18 Grad sagen. Hätten es doch getan. Naja. Ja, dann ist der Champion wieder mal Frau Bilger. Also, selbst der Frau Bilger tut sich jetzt sehr leid, Herr Dr. Ruhig. Frau Hunke, Kompliment. Sie bekommen einen Blumenstrauß und nicht nur das, sondern beide bekommen einen Koffer mit Unterlagen zu ihren Themen, zu Knut Hamsun und zu den Süßwasserfischen Europas. Aber bei den Forellen habe ich gedacht, das wäre für Sie das Einfachste. Bis bei 18 Grad hören Sie auf zu fressen, bis 23 Grad können Sie gerade noch leben. Alles andere, was viel schwieriger war, haben Sie klasse beantwortet. Herr Dr. Ruhig, einen speziellen Beifall für ihn jetzt, nicht? Und unser Mitgefühl, aber Frau Hunke, auf Ihnen Applaus und vielen Dank. Frau Bilger. Ich gratuliere Ihnen herzlich, aber vielen ich sehe Ihnen an, dass Sie sich auch nur gemäßigt freuen, nicht? Naja, es hat nichts zu ändern, es ist halt ein Spiel. Ich meine. So muss man das sehen, ist ein Spiel, genau, nicht? Genau. Elfmeter in der letzten Minute, 1-0, hat man auch gewonnen oder verloren. So, wir haben noch 100.000er. Ja, und ein Blumenstrauß für Sie. Ach so. Bitte sehr. Herzlichen Dank. 100.000 Mark, sagt Marianne, gehen an. Schon wieder nach Berlin. Aha. Nämlich an Frau Irmgard Barich. Ja, Berlin ist ja auch groß, nicht? Verträgt auch ein paar 100.000er. Ja, und die nächsten 100.000 gehen an Otto Stein in 7412 Enningen. Behauptet Silvia. Und noch einmal 100.000 Mark für Herrn Clement Poppe in 2743 St. Postel. Laut Janita.
Die nächsten 100.000 an Hans-Georg Nöting in Bad Harzburg. Meint Marianne und Walter Sprabel, was meinen Sie? Meint ja. Beate, Entschuldigung. Was ich habe mal Sie? Wieder einen Landsmann. Landsmann? Erich Sternitzky, 2000 Hamburg. Herzlichen Glückwunsch. Jo, schön. Wolfgang Gruner. 1-0 für Walter, kommt zum 1-1. Gertrud Schmidt, Berlin. Nochmal. Ja. Mein lieber Mann. Dolores von der Gruppe Frequentia Mod. Erna Tschöfe aus Herford. Hat 100.000 Mark gewonnen, viel Geld, nicht? Ja. Patty. Hubert Brauers aus Aachen. Hubert Brauers aus Aachen, dankeschön. Und Sole? Henny Ringers aus Rottenburg. Ja, sehr gut. Herr Dr. Arlet als Sprecher der Wiesbadener Juristenband, der Staatsanwalt, ne? Weitere 100.000 Mark an Frau oder Fräulein Silvia Bayer in 8802 Sachsen bei Ansbach. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Oberbürgermeister Jockel ja. Fuchs von Mainz. Also die Frauen haben heute Abend besonderes Glück. Ja. Auch ich habe eine Frau, Marianne Güler aus Reda, Wiedenbrück. Herzlichen Glückwunsch. Und Mike Krüger. Mike, wer ist ja, es denn? Also wenn ich Kurt heißen würde, würde ich mich jetzt schon mal freuen. Kurt Wenzel aus 6100 Darmstadt. Gratuliere allen. Denken Sie daran, Sie können beim nächsten Mal dabei sein. Und beim nächsten Mal können Sie auch beim großen Preis dabei sein, genau am 18. Februar. Bis dahin eine schöne, gute, erfreuliche Zeit und tschüss!